Willkommen zu einem neuen Wochenvlog, liebe Freunde. Was geht ab bei euch? Ich hoffe, euch geht's gut. Es ist eine neue Woche. Ich habe die letzte Woche irgendwie sehr viele, mal wieder sehr viele Aufgaben von mir vor mich hingeschoben. Und ich habe das Gefühl, heute ist der Tag, wo ich alles in Angriff nehmen muss. Und ja, legen wir mal direkt mal los. Ich habe gestern die Wohnung geputzt und deswegen waren da die ganzen Handtücher und keine Ahnung, was die gewaschen werden mussten. Deswegen habe ich meine Handtücher damit reingeschmissen. Jetzt muss ich noch eine Ladung Wäsche anstellen, weil ich nutze immer diese Tüte. Das ist mein Wäschekorb. Und wenn der voll ist, weiß ich, ich muss meine Wäsche waschen. Und wie ihr seht, ist schon wieder am Auslaufen. Da liegen schon Sachen daneben, weil das alles gewaschen werden muss. Von daher, let's go. Keine Ahnung, irgendwie nervig. Ich habe mir hier so ein Mehl gemacht. Das habe ich gestern Abend auch schon gegessen. Das habe ich irgendwie in letzter Zeit ganz viel bei TikTok gesehen. Deswegen wollte ich es jetzt endlich mal ausprobieren. Das ist halt Reis. Ich habe Sushi-Reis genommen, weil ich noch welchen über hatte. Und dann sind das einmal so Gurken, die vorher eingelegt werden in Öl, Reisessig. Ich habe statt Reisessig Limettensaft genommen, weil ich noch voll viele Limetten hatte. Chili, Salz, Pfeffer, sowas halt. Die werden halt vorher eingelegt und ganz viel Sesam. Und dann kommt dann auch Kimchi dazu. Und ich glaube, normalerweise war da keine Avocado bei, aber ich wollte gerne Avocado mit reinmachen. Und ich fand es gestern ganz okay. Also ich weiß nicht, gestern hat es mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen. Ich hoffe halt, dass diese Gurken nochmal über Nacht den ganzen Geschmack aufgesaugt haben. Und vielleicht schmeckt es ja heute nochmal besser. Mhm. Ich finde auch, die Avocado schmeckt da sehr, sehr, sehr gut drin. Also ich glaube, es ist irgendein koreanisches Mehl, aber ich bin mir nicht sicher, wie das heißt. Also wenn ihr eine Ahnung habt, könnt ihr mir das gerne schreiben, aber ich habe es halt, wie gesagt, die ganze Zeit bei TikTok gesehen. I don't know what I was doing. Eigentlich sieht so ein Zopf auch damit ganz gut aus. Ich habe hier so eine ganz kleine Mini-Frisur mir gemacht. Ich habe das bei TikTok gesehen. Ich sehe mein ganzes Leben bei TikTok. Das Essen, was ich esse, habe ich bei TikTok gesehen. Die Frisur, die ich mir gemacht habe, habe ich bei TikTok gesehen. Das war's. Mehr habe ich gerade nicht zu erzählen. Aber mir ist gerade etwas klar geworden. Und zwar, ich habe das Gefühl, ich bin schon irgendwie so ein bisschen so eine Macherin. Also ich habe das Gefühl, ich bin eher... Guck mal, es gibt halt Leute, die sind Schwätzer und es gibt Leute, die sind Macher. Und es gibt Leute, die sind beides. Und ich glaube, ich bin auch beides, aber ich glaube, ich schwätze gar nicht so viel, sondern ich glaube, das Schwätzen passiert eher so in meinem Kopf. Und ich habe so viele Sachen, die ich gerne machen würde. Und ich habe auch das Gefühl, ich setze relativ viel um. Aber ich glaube, es gibt sehr viele Sachen, die noch, wie sagt man, noch auf ihre Umsetzung warten. Und ich glaube, da gibt es verdammt viel. Und ich habe das Gefühl, ich bin sowieso generell ein sehr fauler Mensch. Und das wusste ich auch schon immer, mein ganzes Leben lang. Ich bin einfach faul so. Ich bin nicht so, guck mal, es gibt halt Leute, die sind sehr, wie soll man das sagen? Es gibt Leute, die sind Arbeitstiere. Übrigens, habt ihr diese Kette gesehen? Mit den süßen Schmetterlingen drin. Die hat mir meine beste Freundin zum Geburtstag geschenkt. Wie süß, oder? Das ist meine neue Lieblingskette, die ich immer trage, weil eigentlich habe ich ja immer die getragen mit dem Auge. Das Problem ist halt, die färbt halt leider ab. Also das war's leider. Ich habe sie die ganze Zeit immer getragen, aber jetzt färbt sie halt ab. Und ich finde es ziemlich ungeil, hier so Flecken am Hals zu haben. Das Ding ist, ich könnte sie auch einfach zum Duschen ablegen. Aber da haben wir wieder das Thema Faulheit. Nee, guck mal, es gibt Leute, die sind halt wirklich so super ehrgeizig. Und die stecken immer super viel rein, egal was sie tun. Ich mache das schon bis zu einem bestimmten Punkt. Aber ich bin nicht dauerhaft immer ehrgeizig. Also ich bin schon, ich bin eine Chillerin. Ich lehne mich gerne zurück. Ich nehme gerne eine Pause. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich irgendwann einen Burnout kriegen könnte. Einfach weil ich so von der Natur so bin. Einfach weil ich zu gern chille so. Ich kann das für mich selbst gar nicht zulassen, so hart zu arbeiten und mich so kaputt zu arbeiten. Bin da ganz ehrlich, ich glaube, das könnte mir einfach nicht passieren. Guck mal, ich will es jetzt nicht das Universum herausfordern so. Ich möchte keinen Burnout haben. Brauchst es gar nicht so auf diese Weise zu verstehen, so mäßig. Aber wisst ihr, was ich meine? So, ich bin halt gerne entspannt und so. Aber dadurch bleiben halt irgendwie, habe ich das Gefühl, sehr viele Sachen einfach, die ich machen muss, auf der Strecke. Und das möchte ich halt eigentlich gar nicht, weil, guck mal, man lebt nur ein einziges Mal auf dieser Erde so. Du kannst dann nicht immer alles wegchillen und irgendwie dir denken, ah ja, mach ich irgendwann mal. Komm mal, jetzt ist noch nicht die Zeit so. Nee, jetzt ist die Zeit, Laura. Vor allem, wenn man Dinge machen möchte, wisst ihr? Jetzt nicht irgendwas, wozu man sich gezwungen fühlt und denkt, oh, ich muss das und das erreicht haben. So, ich muss,
keine Ahnung, was man als 24-Jährige machen erreicht haben muss. Aber wisst ihr, was ich meine? Konnte ich euch hier mit einem Denkanstoß geben? Ich brauchte auf jeden Fall diesen Denkanstoß gerade für mich selbst. Und ich muss sagen, alle cute today. Ich finde es voll komisch, offene Haare zu tragen. Und das Problem ist, ich muss es euch sagen, ich bin sehr am Überlegen, gerade meine Haare abzuschneiden. Und das Ding ist, das ist das Schlimmste, was passieren kann. Wenn ich sage, ich möchte meine Haare abschneiden, ich werde einen Fehler begehen, weil ich mag keine kurzen Haare. Aber irgendwas in mir sagt, ich muss meine Haare so kurz abschneiden, wenn ich sogar auf Schulterhöhe. Und es ist irgendein Teufel, der in meinem Kopf spricht. Es ist der Shaitan, der zu mir spricht und sagt, Laura, du musst deine Haare auf Schulter abschneiden. Schulterhöhe abschneiden. Das Problem ist ja, ich habe ja diese Haarstruktur. Wellen. Ich habe diese Wellen. Und ich trage die eigentlich super gerne so. Jedoch ist das Problem, dass diese Wellen unten in den Haaren nicht mehr funktionieren, weil ich glaube, das Gefühl habe, dass meine Haare so kaputt sind, dass sie das nicht mehr machen möchten. Und wie soll ich sagen? Ich habe das Gefühl, dann lohnt sich das auch nicht, lange Haare zu haben, wenn die auch nicht mal in der Haarstruktur sind, die ich gerne tragen möchte. Die sind halt einfach richtig frizzy. Die letzten Male, wo ich es versucht habe, und ich habe die schon ein bisschen abgeschnitten. So jeden Tag so ein bisschen. Die sind trotzdem halt sehr crispy, sehr kaputt. Und irgendwas sagt mir, ich muss meine Haare abschneiden. Und ich hatte halt das letzte Mal kurze Haare, also wirklich so schulterlang, in der 11. Klasse oder so. Und ich habe es halt gehasst. Und ich weiß auch, wenn ich es mir schneiden lasse, dass ich es wieder hassen werde. Weil ich mag diese Haarlänge nicht an mir. Aber ich möchte es tun. Irgendwas schreit danach in mir. Wie kann ich das jetzt möglichst echt aussehen lassen? Ich glaube, am echtesten ist es immer, wenn man es irgendwo reinsteckt und dann die Haare so rausfallen. Nein, das ist es nicht, Laura. Das ist nicht deine Frisur, diese Haarlänge. Ich habe mich halt auch einfach wirklich daran gewöhnt, jetzt so lange Haare zu haben. Aber es sind im Endeffekt auch nur Haare. Aber es ist schon toll, lange Haare zu haben. Das andere Problem ist ja auch, wenn die ganze Zeit abbrechen, dann habe ich irgendwann keine langen Haare mehr. Und dann muss ich sowieso irgendwann super viel abschneiden. Vielleicht mache ich nur so. Das reicht doch auch, oder? Ich muss jetzt aufhören, ich muss ein Video schneiden. Hey Freunde, ich bin mal wieder von meinem Lidl-Einkauf zurück. Und ihr wisst, es gibt mal wieder was Spannendes. Also erst einmal habe ich dieses Eis gekauft, weil ich habe im letzten Vlog das ohne Mandeln gekauft. Und ich wollte eigentlich das hier haben. Aber das gab es letztes Mal nicht und jetzt gab es das. Und deswegen habe ich mir das gekauft. Ich lege mir schon mal eins raus, den Rest muss ich gleich wegbringen. So, dann gab es wieder neue spannende Sachen bei Lidl. Und zwar haben sie gerade diese Sachen im Angebot, so vegane Tortellini. Ne, Tortelloni heißen sie, mit Tomate und Basilikum. Und einmal mit Aubergine und Tomate. Und dann gab es noch ganz viele Gnocchi. Und zwar gab es Classic, es gab Süßkartoffel, es gab Spinat und noch irgendwas. Und noch so rote mit Tomaten, glaube ich. Aber das hat alles, also ich habe nicht genug Platz im Kühlschrank dafür. Deswegen habe ich jetzt erstmal die beiden mitgenommen und die werde ich probieren. Dann gab es noch das hier in der Tiefkühltruhe. Irgend so eine Knusperstange mit Tomate. Fand ich auch sehr ansprechend, wollte ich auch gern testen. Und dann eigentlich die Sachen, die ich brauchte, ist einmal Hafer-Barista-Milch, Haferflocken und Beeren. That's it. Ich habe gerade meinen letzten Vlog fertig geschnitten und der ist 1 Stunde und 9 Minuten lang. Ja, Leute, ich habe es mal wieder geschafft. Ich habe es geschafft. Es ist ein neuer Vlog, ein neuer langer Vlog fertig. Ich bin sehr stolz drauf. Er ist jetzt fertig. Ich werde ihn hochladen. Das ist auch eine Kooperation. Deswegen, ich verlinke euch den mal unten in der Infobox, wenn ihr den noch nicht geschaut habt. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Ist auf jeden Fall ein interessanter Vlog. Der ist ein bisschen was anderes. Hey, ihr Süßen. Was geht ab? Ich weiß nicht, warum ich gerade so nah an die Kamera gegangen bin. Hey, ihr Süßen. ich mache mich gerade fertig, weil ich mich gleich auf dem Weg zum Nils da mache. Und ich habe mir jetzt vorgenommen, die Kamera häufiger einzupacken. Ich werde es tun. Das Problem ist, ich weiß noch, als ich mir das mal vorgenommen habe, ist danach meine Flasche in meiner Tasche ausgelaufen und ich habe diese Kamera kaputt gemacht. Also seitdem hat sie so einen kleinen Fehler und ich habe die Kamera erst seit einem halben Jahr gehabt, als das passiert ist. Das war halt so ein bisschen uncool, aber was soll ich sagen, liebe Leute. Ich werde sie auf jeden Fall mitnehmen. Ich weiß noch nicht genau, was Nils und ich machen werden. Wir werden auf jeden Fall von Princess Charming die letzte Folge gucken. Letzte Woche haben wir das Finale zusammen geguckt und dann hieß es halt, okay, nächste Woche kommt das Wiedersehen, ne? Wo die halt alle sich aussprechen, mehr oder weniger. Da kommt ein bisschen Drama, wisst ihr? Also ich muss sagen, so
Die letzte Folge haben wir auch nicht so richtig verfolgt, weil ich fand die schon ein bisschen langweilig und irgendwie auch mir persönlich zu intim in dem Sinne, weil die einfach, keine Ahnung, die haben über Sachen gesprochen und sowas und irgendwie war ich so, das geht mich eigentlich nichts an, was wir hier uns gerade angucken. Wisst ihr, was ich meine? Mir ist gerade was aufgefallen, dass ich hier so Pickel gekriegt habe, so symmetrisch. Sind das Maskepickel? Ja, ne? Oh. Naja, wie gesagt, ich fand es in dem Sinne zu intim, weil irgendwie war ich so, das sind so Sachen, das geht mich nichts an und das geht auch eigentlich keinen Zuschauer was an. Aber ist halt so eine Show, ne? Aber deswegen haben wir, glaube ich, auch die letzte Folge nicht so richtig verfolgt, nur als wir dann halt herausfinden wollten, wer gewonnen hat. Aber, wie gesagt, danach hieß es, okay, das Wiedersehen und da sah es halt so nach Tee und Drama aus. Und da freue ich mich sehr drauf, deswegen, das werden wir gleich gucken. Und dann gehe ich später zu einer Class, weil es gibt jeden Dienstag so eine Community-Class von der Company. Hat jetzt schon zweimal stattgefunden, heute ist das dritte Mal. Ich habe zwar diese kleine, nicht Zerrung, ich weiß nicht, was es genau ist an meinem Bein und ich merke auch noch, dass es nicht komplett weg ist, aber ich werde es einfach mal versuchen, weil die Class ist halt so einmalig, wisst ihr? Also jeden Dienstag ist da jemand anders. Also falls euch das interessiert, kann ich euch auch empfehlen, euch das mal anzuschauen. Aber ich glaube, das Level davon ist halt immer eher so ein bisschen intermediate, wenn nicht sogar eher advanced. Ja, müsst ihr dann für euch entscheiden. Also zum Beispiel, ich glaube am 2. oder 3. August, ich bin mir gar nicht sicher, welcher. Ich glaube, es muss der dritte sein. Da wird zum Beispiel Rima unterrichten und Rima unterrichtet Dancehall. Ich glaube, das interessiert auch einige Leute. Vor allem, ich denke mir halt, manche Leute denken, sie wissen, was Dancehall ist, aber hinter Dancehall steckt noch so viel mehr. Und es ist halt so eine Kultur, die halt richtig gewahrt wird, was ich voll wichtig finde. Und deswegen, wenn ihr das mal wirklich ordentlich lernen möchtet, kann ich euch Rima auf jeden Fall ans Herz legen. Sie hat halt keine Class, die jede Woche stattfindet, also keine, wie sagt man, kontinuierliche Class, sagt man das so. Aber so einmalige Sachen muss man dann, finde ich, erst recht mitnehmen. Und das ist so der Stand der Dinge. Jetzt schaue ich erstmal noch ein paar YouTube-Videos. Hier bin ich wieder bei meinen Miezen. Ich sag einfach, das sind meine Miezen. Ey, Miezi, du sollst doch nicht die Tüte essen. Miezi, was machst du da? Hör auf, warum isst du alles? Hör auf! Ey, Stinker, lass das! Du darfst das nicht alles essen. Der kaut halt alles an. Na, der isst auch alles. Der hat meinen Brief am Brot gegessen. Dein Brief? Schafskäse. Ach, Brie, ich dachte gerade Brief. Oh, wie kann man so schön sein? Oh Mann, guck mal, was du hier gemacht hast. Oh nein! Oh Menno! Andrio! Laura. Läuft das jetzt? Ja. Cool. Ich wollte nur zeigen, was du für einen Katzenexperte bist. Ich bin ja auch die Patentante von den Babys. Echt? Guck mal, da kommt schon die zweite angelaufen. Laura, der Katzenflüsterer. Red mal katzisch. Egal wie ich rede, das ist katzisch. Okay. Das ist automatisch. Das ist keine bestimmte Sprache. Du süße Baby. Du süße Baby, wie kann man so süß sein? Jetzt kannst du den mal hochheben. Guck den mal. Rio. Guck mal, das ist der Rio. Der hat so Rio. Schöne Augen. Guck mal, wie kann man so süß sein? Wie kann man so ein süßes Baby sein? Rio, so, ich will hier weg. Sollen wir für deine Fans, Rio, später noch baden gehen? Wenn die das so möchten. Weil der Rio möchte das. Rio liebt es zu baden. Ja. Ne, Rio? Nicht abhauen. Gestern war eine Freundin auf Klo. Und hat sich zu Tode erschreckt, weil Rio plötzlich aus der Badewanne gesprungen ist, weil er die ganze Zeit gewartet hat, dass jemand das Wasser wieder anmacht. Oh Mann, oh, der mag es so sehr zu baden. Oh, guck mal, jetzt sieht man seine schönen Augen. Oh, ja, Bibi. Rio, du bist so ein schönes Bibi. Bibi. Oh mein Gott, oha, wie scharf die Kamera ist. Ja, die ist schon krass, ne? Ich Wenn sie nicht kaputt wäre. Oh! Oh. Das ist ein bisschen komisch, direkt so eine Kamera im Gesicht Warte, zu haben. Mann, jetzt ist... Ich glaube, du bist ein bisschen zu nah dran. Oh, jetzt ist scharf. Ich sehe dir jede einzelne Unreinheit in meinem Leben. Hey du, Bibi. Okay, ich höre jetzt mal auf. Danke. Tschüss, wink Tschüss. Mal. Wink Tschüss, mal. Mein Rio auch winken.
Was für ein Stinker, du bist komplett nass. Warum machst du das? Warum tust du dir das an? Wie so eine kleine Wasserratte einfach. Weißt du das eigentlich? Du siehst aus wie eine kleine Ratte. Oh Mann, oh. Ja, da kommen schon die anderen angekrochen, ne? Ganz kurz, bevor die jetzt sagen, dass es Tierquälerei ist, ich zeig euch mal, was passiert, wenn man ihn rausnimmt. Oh mein Gott, alles nass hier. Also. Ja. Der will das. Hier werden keine Katzen dazu gezwungen. Guten Morgen, meine Lieben. Ich bin jetzt endlich mal aufgestanden. Ich habe die letzten Tage irgendwie super viel geschlafen. Ich habe so pro Nacht 9 Stunden und ich glaube sogar 10 Stunden irgendwie vorgestern oder so gepennt. Also irgendwie brauchte mein Körper scheinbar Schlaf. Ich weiß auch nicht warum. Ja, deswegen hat sich auch irgendwie gefühlt mein Schlafrhythmus jede Nacht verschoben. Also irgendwie bin ich erst um 11, glaube ich, einmal eingeschlafen. Dann um 12, dann um 1, dann um 2. Tatsächlich. Es ist wirklich so passiert. Letzte Nacht bin ich um 2 erst eingeschlafen. Oder 2:30 oder irgendwie sowas. Irgendwie hat sich das jetzt die ganze Zeit weiter verschoben. Das finde ich nicht so cool, weil ich bin heute um 11 dann erwacht. Wenn ich um 2:30 eingeschlafen bin, dann habe ich trotzdem irgendwie 10 Stunden gepennt. Fast. Okay, krass. Ja, so 9 bis 10 Stunden und irgendwie, ich finde es okay so, aber irgendwie auch unnötig. Also ich bin ganz ehrlich, man fühlt sich auch fit. Ich fühle mich auf jeden Fall auch fit nach 7 oder 8 Stunden. Brauche ich nicht diese 2 Stunden extra jeweils. Ich muss heute einige Sachen erledigen. Ich muss so Rechnungen schreiben, so ein paar E-Mails, die immer noch offen sind, auf die ich immer noch nicht reagiert habe, die wichtig sind. Und so einfach so Kram, den ich die ganze Zeit nicht machen möchte, aber ich muss ihn machen. Und heute ist der Tag, heute mache ich's. Das habe ich mir jetzt fest vorgenommen, damit ich das auch mal erledigt habe. Aber erst möchte ich zu Lidl. Ich bin ganz ehrlich, ich vermisse Lidl wieder. Ich muss da ja so mindestens 3-mal die Woche hin. Und das letzte Mal, als ich da war, gab es ganz viele von den veganen neuen Produkten nicht. Ich will schauen, ob es die heute gibt. Die To-Do-Liste, die ich mir geschrieben habe, habe ich jetzt fertig. Ich musste halt so ein paar, ich musste so ein Formular ausfüllen, ein paar Rechnungen schreiben, das abschicken und generell so ein paar E-Mails, die ich die ganze Zeit schon vor mich hingezogen habe. Das habe ich jetzt alles geschafft. Also das, was ich mir aufgeschrieben habe. Es gibt immer noch ein paar Sachen, die ich jetzt noch machen müsste. Aber ich bin erstmal stolz, dass überhaupt die Sachen, die ich mir schon mal notiert habe, fertig sind. Und jetzt ist gerade ein Päckchen angekommen. Liebe Freunde, ich habe mir wieder AirPods bestellt, weil meine AirPods sind kaputt gegangen nach über 2 Jahren. Und ich habe es halt extra nachgeguckt, wann ich mir die das letzte Mal bestellt habe. Und ich glaube, das war April 2019. Da war ich so, oh, ich habe die schon seit 2 Jahren. Ich habe vergessen, dass AirPods schon so ein langes Ding ist. Also wenn mir jemand gesagt hatte, AirPods gibt es erst seit 1/2 Jahr, dann hätte ich der Person auch geglaubt, wisst ihr. Und ich habe mir halt nicht direkt am Anfang AirPods geholt. Ich weiß nicht, wann die rausgekommen sind. Ich denke 2018 oder sowas. Also die gibt es schon Weilchen, die Zahnbürstenköpfe, die man sich ins Ohr steckt. Aber ich habe jetzt, also meine AirPods sind vor 3 Wochen oder so kaputt gegangen. Die gehen einfach irgendwie nicht mehr an. Also die gehen ständig von alleine aus. Ich weiß nicht, ob vielleicht auch nur die Hülle von denen kaputt ist oder so. Aber das ist eine Sache, die ich halt irgendwie auch jetzt nicht herausfinden konnte. Auf jeden Fall konnte ich die halt nicht irgendwie laden. Und wenn ich die in mein Ohr gesteckt habe, kam dieser Ton. Wisst ihr, wenn der Akku leer ist, dann dieses Dum-Dum-Dum-Dum. Dann konnte ich die irgendwie trotzdem noch für einen Moment mit meinem Handy verbinden. Aber da stand auch immer, dass es nicht meine AirPods sind. Obwohl da Lauras AirPods stehen. Es war irgendwie ganz merkwürdig mit den Dingern. Und dann bin ich auf Kabel umgestiegen. Und es ging auch die ganze Zeit eigentlich, muss ich sagen. Ich finde es gar nicht so schlecht. Ich habe mich sogar ganz cool damit gefühlt, mal wieder mit so Kabeln rumzulaufen. Mir ist das schon, ich glaube vor 2 Wochen oder so, als ich geputzt habe, ist mir das schon aufgefallen, dass in manchen Situationen ich halt laut Musik anmachen muss, quasi. Aber eigentlich möchte ich die Musik lieber durch Kopfhörer hören, weil man hört es natürlich ganz anders. Aber es ging halt mit dem Kabel nicht. Vor allem, wenn du halt, wie gesagt, putzt oder wenn ich einfach so in meinem Zimmer vielleicht eine Choreo durchgehe oder sowas, dann funktioniert das nicht mit den Kabeln. Ich habe es getestet in so einem Ding. Also hier mir so eine Bauchtasche drum zu machen, weil das kann man ja zum Joggen benutzen. Aber das ist nicht möglich. Also hier ist zwar extra so ein Loch und so weiter für die Kopfhörer, aber trotzdem ist it's not happening. So, und jetzt sind hier meine süßen neuen AirPods. Ich hoffe mal, die funktionieren jetzt ordentlich. Ach Mensch. Und meine Frage ist, was macht man mit alten AirPods? Entsorgt man die einfach? Muss man die irgendwo hinschicken? Weiß das jemand von euch? Gibt es hier eigentlich noch irgendwas Spannendes bei? Nee, hier steht nur so ein Beipackzettel. Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, ob ich heute zum Training gehe, weil
Mein Rücken ist ja jetzt irgendwie seit ein paar Wochen, sag ich mal, so ein bisschen sehr schnell belastet. Und ich kann es noch nicht so ganz unterscheiden, ob das jetzt normaler Muskelkater ist oder ob das wieder meine Schmerzen sind. Vor allem, nee, also ich bin da zur Zeit, oh geil, oh das ist toll, wirklich ein neues Kabel, das schadet nie. Ich hatte halt jetzt so verschiedene Schmerzen die letzten Wochen in meinem Rücken, weil das halt teilweise immer irgendwo anders rübergewandert ist. So eigentlich fing es unten links in meinem Rücken an. Dann ist es irgendwann auch auf die rechte Seite gewandert. Dann war es plötzlich in der Mitte unten und nicht mehr links und rechts. Links und rechts habe ich dann gar nichts mehr gespürt. Dann ist es hochgewandert, sodass es irgendwo eher in der Mitte war. Dann irgendwo an meiner Schulter. Und ich habe halt das Gefühl, das waren alles so Schritte, weil ich dann an der einen Stelle den Schmerz habe. Und ich glaube, das war halt aufgrund von verschiedenen Schonhaltungen, wisst ihr? Also wenn man unten irgendwie dann den Schmerz hat, dass man sich anders bewegt oder seinen Rücken anders verwendet oder wie auch immer und dann halt dafür dann aber eine ganz andere Stelle des Rückens viel zu sehr belastet. Ey, keine Ahnung, es ist einfach alles nervig. Ich war jetzt schon zweimal bei einer Osteopathin und die konnte mir auch helfen, sodass ich halt meinen Rücken auch wieder bewegen konnte, weil ich konnte den teilweise einfach nicht bewegen. Ich konnte nicht ins Hohlkreuz gehen, es ging einfach nicht. Und da bin ich ihr auf jeden Fall sehr dankbar, aber irgendwie ist es halt trotzdem nicht wirklich... Ja, ich habe das Gefühl, die Ursache wurde nicht bekämpft. Und ich habe sie auch gefragt, so gibt es da irgendwas, was ich tun kann? Weil scheinbar immer wieder eine Stelle in meinem Rücken blockiert. Meint sie so, so viel kannst du halt nicht machen. Außer jeden Morgen so die Hüfte hin und her bewegen, so nach links und rechts schaukeln und nach vorne und nach hinten. Aber das ist halt so, ja, merkst du selbst, ne? Also so viel wird es halt nicht bringen und... Vielleicht ist da irgendwo noch was anderes. Eine andere Ursache, wie gesagt. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich auf das Thema gekommen bin von meinen AirPods gerade, aber... Ach so! Habe ich mich selbst daran erinnert. Ich habe überlegt, ob ich heute zum Training gehe oder nicht. Das ist halt das Ding. Ich bin so, ist es jetzt einfach nur Muskelkater und kann ich normal weitermachen? Oder ist es jetzt wieder eine dumme Entscheidung, wenn ich weiter drauf trainiere? Keine Ahnung. Das ist halt das Ding. Ich muss es für mich selbst abwägen. Habe ich das Gefühl, das ist okay so oder nicht? Kann mir auch keiner sonst leider helfen. Würde ich mich sehr freuen, wenn mir da jemand helfen könnte. Aber es wird leider keiner tun können. Ich hatte ja auch diese super süße Hülle mit Heinz Ketchup drauf. So süß, ne? Das war so eine Casetify Collab. Und das war halt so komisch, weil ich habe das irgendwann mal auf Instagram gesehen. Das wurde mir so als Werbung angezeigt. Und ich war so, oh mein Gott, wie cool, ich will das unbedingt haben. Und ich glaube, ich habe das Luisa gezeigt oder habe ich ihr das geschickt? Wir haben darüber gesprochen, haben wir es gleichzeitig gesehen? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall war ich so, oh mein Gott, I need this. Und 2 Stunden später hatte ich eine Nachricht von Casetify in meinem E-Mail-Postfach und die haben gefragt, hey, hast du Interesse an einer Collab? Wir würden dir gerne ein paar Sachen schicken. Und ich war so, kann ich die Heinz-Hülle bekommen? Die haben gesagt, gar kein Problem, natürlich. Der ultimative Manifestierungsmoment, ja. Aber das Ding ist, es ist halt der Deckel davon verloren gegangen. Also eigentlich war halt hier oben auch noch so ein rotes Ding drauf. Aber das war schon relativ locker die ganze Zeit. Also das ist manchmal in meiner Tasche oder so abgefallen. Und ich glaube, irgendwann, als ich es dann aus meiner Tasche rausgeholt habe oder irgendwie so, ist es mir runtergefallen und ich habe es halt leider nicht bemerkt. Ja, das war's mit dem kleinen Heinzi. Heinzi, so heißt der Hund. Von Stephanie Giesinger, ne? Ich weiß nicht, ob er Heinz oder Heinzi heißt. Voll der Süße. Aber das Gute ist, ich habe eine neue AirPod-Hülle bekommen. Jetzt bin ich wieder so eine coole Maus. Oh mein Gott. Ich hole übrigens die AirPods und nicht die AirPods Pros, weil die AirPods Pros, ich hatte die noch nie im Ohr von irgendjemandem, aber ich weiß halt, dass diese Kopfhörer in meinem Ohr sehr gut halten und so welche mit so einem Stöpsel, die halten ganz oft bei mir nicht. Deswegen, ich wusste, diese AirPods werden halten, deswegen werde ich sie mir auch wieder kaufen und ich werde es gar nicht erst versuchen mit den Pros. Ich habe gestern 2 Geburtstagseinladungen bekommen, auch sehr interesting. Ich habe schon ewig keine Einladung mehr so schriftlich bekommen und da habe ich gleich 2 an einem Tag bekommen. So komplett unabhängige Leute voneinander. Ich habe gerade bemerkt, dass ich noch Wimpernkleber irgendwie hier vorne drin hängen habe. I told you once ago, na na na, na 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 na. Na 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 na. Okay. Ihr Lieben, ich bin gerade am Aufräumen. Ich mache mal ein bisschen Licht in meinem Zimmer. Ich habe beide Gardinen vorm Fenster. Ich bin gerade am Deep Cleanen in meinem Zimmer. Also ich räume alles auseinander, schaue, wo ich irgendwie Zeug habe und so weiter. Ich habe Probleme.
Nee, ich weiß wirklich nicht, was ich mit meinem Zimmer machen soll. Weil es soll eine Wohlfühloase sein, aber das ist es aktuell nicht. Und das finde ich sehr schwierig. Vor allem, wenn man halt ein WG-Zimmer hat. Halt nur ein Zimmer hat, was so sein eigenes Zimmer ist. Und wenn das nicht wirklich eine Wohlfühloase ist, dann hat man was falsch gemacht. Und ich habe nichts falsch gemacht, aber ich habe auch nichts richtig gemacht. Sagen wir es mal so. Naja, jedenfalls bin ich gerade am Aufräumen und dann war ich so, oh Leute, wir haben hier mal wieder ein paar Sachen, die ich in der letzten Zeit aufgebraucht habe. Und das liebe ich sehr. Ich wünschte, mehr YouTuber würden das immer noch machen, weil ich liebe das einfach zu sehen, was Leute fertig aufgebraucht benutzt haben und wie sie die Sachen finden. Weil wenn mir jemand erzählt, guck mal, ich habe hier ein neues Dings und ich finde das richtig gut, aber da sind so zwei Spritzer draus, dann kann ich der Person halt nicht wirklich vertrauen so. Aber wenn es leer ist, dann hat man natürlich offensichtlich eine Review. Oder auf jeden Fall eine gefestigtere Meinung als nach 2 Wochen benutzen. Wisst ihr, was ich meine? Ich schnapp mich hier meinen Müll. So, das erste ist dieses Deo. Das ist von Hydrofugal, das Duschfrische. Starker Schutz, antitranspirant. Das finde ich sehr gut. Das ist halt so ein Deo-Stick. So sieht das aus. Ich habe leider nicht alles rausbekommen, aber ich glaube, mehr als das bekommt man auch nicht raus. Ja, habe ich auch schon nachgekauft. Und ich finde das sehr gut. Ich teste einfach so ein bisschen hier und da die Deos. Aber ich finde so welche, die halt keinen bestimmten Duft haben, sondern wirklich einfach nach nichts, nach clean, sauber riechen, finde ich immer am besten. Und wie gesagt, ich bin gerade darauf hängen geblieben. Wenn ihr noch einen anderen Tipp für mich habt, lasst es mich gerne wissen. Ich bin offen für neue Deos. Dann habe ich eine Foundation leer gemacht. Die hatte ich jetzt super lange. Das ist die EX1 Foundation. Das war meine Go-To Foundation, bevor es Fenty Beauty gab. Weil das war die einzige Foundation, die ich irgendwo gefunden habe, die einen Olivenunterton hatte. Und vor allem nicht für viel Geld. Ich habe die damals immer bei Topshop gekauft. Wenn ich mal in London war, habe ich eigentlich immer mir eine neue Foundation gekauft. Und ich fand sie auch richtig gut und ich finde sie auch immer noch gut, aber mittlerweile gibt es halt einfach zum Glück auch mehr auf dem Markt, sodass man auch die Möglichkeit hat, andere Sachen zu testen. Ich werde dich nie vergessen. Du warst ein treuer Begleiter meines Lebens, jahrelang. Ich glaube, ich hatte so bestimmt 5 Jahre oder so, habe ich bestimmt nur diese Foundation benutzt und sonst keine andere. Also ich bin auch nicht so ein Mensch, dass ich jeden Tag Foundation trage, deswegen hat es auch immer sehr lange gehalten und ich hatte, glaube ich, in meinem Leben 2, 3 Flaschen oder so davon. Aber wie gesagt, ich bin jetzt halt mittlerweile auf Fenty umgestiegen. Die hat ebenfalls einen Olivenunterton. Das ist die Pro Filter Foundation in der Farbe 290. Ich bin mir nicht mehr sicher, wie sie heißt. Die 290 hat noch irgendeinen bestimmten Begriff, irgendwie so warm. Nicht warm. Es gibt ja einmal warmstichige Foundations. Die sind halt so ein bisschen orangener, gelber. Dann gibt es kaltstichige Foundation. Heißt das überhaupt so? Die sind halt eher so rosa in die Richtung. Und dann gibt es halt die neutralen, glaube ich. Und das sind die olivfarbenen. So, ich gebe das mal kurz ein. 290. Neutral Olive heißt die sogar. Es gibt halt warm, warm peach, cool, neutral. Ganz viele verschiedene Farben. Und das ist, wie gesagt, 290 Neutral Olive. Ist auch gerade vor allem von der Farbe perfekt. Also ich glaube, im Winter ist sie mir minimal zu dunkel. Aber im Winter, glaube ich, trage ich sie so. Es kommt drauf an. Manchmal trage ich Foundation, manchmal nicht. Aber ja, ich liebe die Textur davon auf der Haut. Sie ist nicht zu schwer, sondern wirklich sieht aus wie Haut. Vor allem, wenn du drunter eine Gesichtscreme machst. Also ich mache immer meinen Sonnenschutz drauf. Da benutze ich diesen hier von Sundance. Ist ein 50er Sonnenschutz. Und die ist ja sowieso so ein bisschen cremig, schon ein bisschen glänzend so. Und wenn man dann eine Foundation drüber aufträgt, wirklich, ich sag's euch, ich bin großer Fan davon. Danke dir für deine Leistung, sage ich trotzdem. War eine tolle Zeit mit dir. So, dann habe ich die Cremedusche von Balea leer gemacht. Mandelblüte und Magnolie. Ich versuche auch Duschstücke zu benutzen, aber irgendwie haben die mich bisher nicht so ganz überzeugt. Also zum Beispiel, ich hatte auch eine Zeit lang einfach ein Seifenstück in der Dusche, aber das mag ich auch nicht so richtig auf der Haut und irgendwie greife ich dann doch lieber wieder zu Duschgel. Dieser Duft, das riecht richtig nach Lush irgendwie. Wenn du bei Lush reingehst, natürlich nicht ganz so extrem, weil Lush ist schon immer ein heftiger Duft, aber so, auf jeden Fall sehr süß. Wenn ihr mir irgendeine gute Duschseife empfehlen könnt, dann schreibt mir das bitte. Wie gesagt, ich habe ein paar Sachen so ausprobiert, aber irgendwie war ich immer so semi überzeugt. So, dann habe ich hier von Rosenthal Suntastic. Das war die SPF-Creme, die ich vorher immer benutzt habe fürs Gesicht. Die fand ich auch gut. Die hatte aber nur SPF 30 und es war auf jeden Fall gut für die Zeit, wo ich es benutzt habe, aber ich wollte gerne etwas mit mehr, mit einer höheren Zahl. Deswegen
bin ich auf eine 50er Creme umgestiegen. So, dann haben wir hier Bio Vitamin C von NO3, einfach ein Nahrungsergänzungsmittel. Ich nehme immer Vitamin C ein, nutze zurzeit diese Natur Vitamin C Lutschtabletten. Finde ich auch ganz cool. Ich mag ganz gerne Lutschtabletten. Da bin ich echt so ein Kind, was einfach... Das ist wie ein Bonbon. Mh, lecker. Oh, zwei Tabletten. Ich lutsche immer nur eine. Ideal auch für Kinder. Ich hatte mir eigentlich Kapseln geholt, aber dann habe ich die einer Freundin geschenkt. Nehme ich einfach ab und zu ein, um das Immunsystem zu stärken. Um sicherzugehen, dass man auch genug Vitamin C kriegt. Genau. So, dann habe ich hier so einen Bronzer leer gemacht. Das war so ein Liquid Bronzer, beziehungsweise The Dewy Drops von Catrice. Ich weiß nicht, ob es die noch überhaupt so gibt. Wie lange es die gab. Ich weiß nicht. Vielleicht war das auch eine... Doch, es war eine Limited Edition. Ich mag halt super gerne flüssige Produkte. Beziehungsweise cremige Produkte. Ich bin ja jetzt auf diese Cream-Produkte von Anastasia umgestiegen für Bronzer. Und ich weiß nicht warum, es sieht einfach immer irgendwie frischer aus. Ich liebe das Ergebnis bei mir persönlich auf dem Gesicht. Ich habe auch eine Zeit lang wieder Puder benutzt, aber ist einfach nicht das Gleiche. Also es geht schon, aber ich bin auf jeden Fall Fan von Liquid, Creme, Bronzer und Blush auch. Das hier war halt so ein bisschen glänzend, deswegen das sah immer besonders gut aus, weil ich das schon mal so als Bronzer und als Blush irgendwie so gleichzeitig aufgetragen habe. Und den fand ich echt schön. Ich weiß nicht, ob Catrice nochmal sowas in der Art hat, aber... Dann noch ein Deo, was ich ausprobiert hatte von Rexona. Das hat mich halt sehr angezogen, weil da dieser schwarze Deckel drauf ist. Und da steht halt drauf, es soll keine weißen Flecken auf schwarzen Klamotten hinterlassen. Ist leider eine Lüge, liebe Leute. Es hinterlässt genauso weiße Flecken wie jedes andere Deo. Und deswegen kaufe ich es auch nicht nach. Das wäre der einzige Grund gewesen, warum ich es nachgekauft hätte, aber... So, dann haben wir hier so ein paar kleine Produkte. Erstmal der Catrice... Ich muss mal kurz diesen Lutschbonbon rausnehmen, weil das nervt mich hier gerade beim Sprechen. Catrice Lash Glue fand ich richtig gut. Der ist aber super, super klebrig. Also ihr könnt davon ausgehen, dass eure Wimpern bleiben werden an Ort und Stelle. Aber zum Beispiel, ich habe ja eine Zeit lang gerne diese Glitzersteine so im Gesicht getragen. Und ich habe das jetzt ewig nicht mehr gemacht, weil ich die ganze Zeit diesen Lash Glue benutzt habe. Und mit dem könnt ihr das einfach nicht machen, weil es die ganze Zeit klebrig bleibt. Also der trocknet niemals genau an. Deswegen, wenn zum Beispiel eure Wimper locker wird, könnt ihr die einfach wieder dran drücken, weil das halt dauerhaft klebrig ist. Aber ja, wie gesagt, für Wimpern wirklich ideal. Ist halt irgendwann einfach so ein bisschen so eine Sauerei geworden, weil das alles irgendwie so am Deckel trocknet irgendwie und dann auch irgendwie doch hängen bleibt. Also wie gesagt, es trocknet nicht zu 100%, also es bleibt auch dauerhaft hier klebrig, aber dann wird es halt doch so ein bisschen fester als von Anfang an. Und ja, ich finde ihn trotzdem sehr gut, also vor allem, weil er auch super günstig ist und wie gesagt, die Wimpern halten halt einfach. Deswegen kann ich euch irgendwie empfehlen, aber ihr müsst halt wissen, worauf ihr euch da einlasst. So, dann habe ich von Catrice ein Augenbrauengel leer gemacht. Ich weiß gar nicht, ob ich es leer gemacht habe. Eine Zeit lang habe ich irgendwie ganz gerne wieder... Ach stimmt, ja, ich habe es leer gemacht. Das war nämlich in der Zeit, wo ich noch die V-Ausbildung gemacht habe. Und manchmal mag ich das einfach ganz gerne, so wirklich so ein fast No-Make-up-Make-up-Look zu haben. Und dann habe ich halt wirklich nur ein bisschen Concealer aufgetragen und ein bisschen Augenbrauenprodukt. Und das hat halt damit ganz gut funktioniert, weil das relativ gut die Augenbrauen eingefärbt hat. Und ich habe auch eine Zeit lang nur den hier benutzt. Also nichts anderes mehr auf den Augenbrauen. Aber ja, aus der Phase bin ich auch wieder raus. Ich bin wieder back mit meiner Anastasia Dip Brow Pomade. Wisst ihr noch, als die richtig die Stars einfach waren, der Make-up-Community, als wir alle diese ganz dicken, fett nachgemalten Augenbrauen getragen haben. Aber ich bin halt wirklich wieder zurück zu denen gegangen. Man muss einfach nur viel weniger Produkt nehmen, als wie ich es früher gemacht habe. Ja, dann Eyeliner. Das ist mein Lieblings-Eyeliner. Den kaufe ich immer nach. Und den habe ich auch immer da. Das ist der Essence Liquid Ink Eyeliner. Der ist halt einfach... Guck mal, der hat einfach so eine ganz, so einen feinen Pinsel. Und hält auch relativ lang. Der ist halt nicht wasserfest. Das ist mir letztens aufgefallen, als ich im Regen gelandet bin. Ich benutze nämlich ganz gerne. Ich habe noch diesen hier von Banana Beauty, den ich auch sehr gut finde. Aber ich habe immer bei solchen Filzstiften Angst, dass es zu schnell leer geht und austrocknet. Und deswegen mache ich mit dem meistens nur die Umrandung und fülle dann den Rest mit diesem hier auf. Und als ich dann im Regen war, ist die Umrandung stehen geblieben, aber das Ganze in der Mitte ist halt weggegangen von diesem Eyeliner. Und da habe ich realisiert, welcher davon wasserfest ist und welcher nicht. Aber ich finde ihn trotzdem super gut. Also das hält auch normalerweise alles aus, wenn ich zum Training gehe oder so.
trage ich den auch meistens. Hab den schon super oft beim Training gehabt, also auch schwitzen hält er meistens, wenn du jetzt nicht über dein Auge reibst, aber ich glaube, das ist klar. So, dann von Catrice, Liquid Camouflage, ist auch mein Lieblingsconcealer, weil es einfach aus der Drogerie preis-leistungs-verhältnismäßig der beste ist. Also gerade bin ich wieder auf einen anderen umgestiegen, weil ich gerade einfach, das hört sich halt auch so dumm an, ne? Aber ich bin gerade einfach zu braun für Drogerie-Concealer. Aber ich bin trotzdem so ein bisschen brauner als die meisten Deutschen, sag ich mal so. Und deswegen passen mir mittlerweile gerade aktuell keine Concealer aus der Drogerie. Die sind alle einfach zu hell, was halt krass ist. Also ich denke mir so, Leute, es kann eigentlich nicht sein, dass ich keinen passenden Concealer in der Drogerie finde. Also es sollte jeder einen passenden finden, aber ist ja klar, dass Drogerie nicht so viel anbietet wie zum Beispiel ein Douglas oder sowas. Naja, trotzdem für den Winter, ich benutze immer diesen Concealer, aber gerade benutze ich von Tarte den Shape Tape Concealer in der Farbe Medium. Finde ich auch sehr gut. Man braucht davon viel weniger, also ihr könnt wirklich nur so ein bisschen auftragen und es reicht. Genau, der deckt halt sehr, sehr gut. So, dann das Reinigungsöl von Balea. Ich liebe das über alles. Das ist mein Holy Grail. Damit schminke ich mich seit, glaube ein, zwei Jahren nur noch ab. Und ich kann es euch nur ans Herz legen. Also ihr braucht da keine Wattepads mehr, ihr braucht kein extra irgendwas, sondern ihr nehmt es einfach, benutzt so, ich benutze meistens 3-4 Pumpstöße, kommt drauf an, wie viel Make-up ich drauf habe. Wenn ich zum Beispiel mehr Augen-Make-up, noch so Lidschatten und Eyeliner und alles drauf habe, dann vielleicht 1-2 Pumpstöße mehr. Aber ja, sehr empfehlenswert, ist auch super günstig. Ich benutze einmal das und dann habe ich das alles noch auf meinem Gesicht, dieses ölige Zeug, und dann nehme ich noch einen Schuss Reinigungsschaum und gehe dann übers Gesicht, wasche alles ab. Fertig. Das ist meine Abschminkroutine. Und das mache ich seit, wie gesagt, ein, zwei Jahren so und es funktioniert perfekt. Dann hatte ich von Salted das Girls Gotta Glow Hyaluronserum benutzt. Fand ich auch richtig gut. Mochte ich super gerne. Ich finde, das hat der Haut so ein bisschen Feuchtigkeit gespendet. Ich benutze immer irgendein Serum, Hyaluron meistens, und dann benutze ich irgendeine Creme darüber. Ich habe das Gefühl, dadurch nimmt die Haut es noch mehr auf, das Serum. Aber ja, das hat mir sehr gut gefallen. Ich habe seitdem schon andere Serien getestet und habe das hier schon ein bisschen fast vergessen. Aber ich glaube, das würde ich mir sogar nochmal holen. Das mochte ich sehr gerne. Genau, dann hatte ich hier noch was leer gemacht. Das war von Clinique. So eine Gesichtspflege. Weiß nicht, wollte ich euch unbedingt zeigen, dass ich das leer gemacht habe. Weiß nicht mehr, wie es war. Da war auch nicht so viel drin. Das war einfach so ein Pröbchen, das ich zu Hause gefunden habe. Dann von Ahava, Time to Clear All-in-One Toning Cleanser. Das habe ich dann auch einfach so auf dem Gesicht statt dem Reinigungsschaum benutzt. Wisst ihr, erst das Reinigungsöl und dann bin ich da mit rübergegangen. Fand ich auch gut, aber hat mich jetzt auch nicht vom Hocker gehauen. Es gibt halt so eine Maske von Ahava, die ich über alles liebe. Aber ja, war in Ordnung. Dann habe ich eine Zahnpasta leer gemacht und zwar die Pink Grapefruit von Dontodent. Ich glaube, ich fand die ganz okay. Also die war jetzt nicht so super frisch. Ich mag das auch nicht, wenn Zahnpasta zu frisch ist und so euer Mund brennt. Aber ich glaube, da war mir das doch so ein Tacken zu wenig. Aber ja, irgendwie teste ich ganz gerne mal so ein bisschen andere Sorten. Ich gehe aber irgendwie immer zu der Dontodent Kräuter zurück. Das ist meine Go-To-Zahnpasta. Dann habe ich Carmex leer gemacht. Ich habe jahrelang Carmex verwendet und ich frage mich, warum? Weil Carmex ist wirklich einfach keine gute Lippenpflege. Also es pflegt einfach die Lippen nicht. Klar, du machst dir das auf die Lippen drauf und du hast so ein Feeling von Gloss oder sowas, aber es pflegt halt einfach die Lippen nicht. Das einzig Gute ist, es hat immer ein SPF 15 so. Immerhin werden deine Lippen ein bisschen geschützt und es roch ganz gut nach Kirsch, aber die Carmex-Zeiten sind für mich auf jeden Fall offiziell vorbei. Dann Clarisonic Deep Pore Daily Cleanser, aber auch irgendwie so. Ich glaube, Ilona hatte sich mal einen Clarisonic geholt oder so. Und dann war das dabei. Ich weiß nicht mehr. Ich habe es dann halt irgendwann leer gemacht. Das war aber ein bisschen zu austrocknend. Ist halt so ein bisschen so Anti-Pickel-Zeug, was zu sehr brennt, zu viel Alkohol drin hat. Wisst ihr, gibt immer diese Produkte und da bin ich nie ein Fan von. Was haben wir hier noch Schönes drin? Dann haben wir hier, ach genau, das war auch eigentlich von Salted, so ein, ich glaube auch so ein Serum, aber dann habe ich da das Karottenöl reingefüllt. Das haben mir sehr viele Leute empfohlen und sehr viele finden das, glaube ich, sehr gut. Ich fand's in Ordnung, aber ich würde es mir halt auf gar keinen Fall irgendwie nochmal holen. Diaderma, so heißt es. Das ist das, so sieht das eigentlich aus. Das ist die Flasche, die Verpackung und ich hatte das hier reingefüllt, weil das hat halt keine Pipette und ich wollte das gerne mit einer Pipette haben. Ist immer einfacher, das aufzutragen. Und wie gesagt, ich fand es okay für die Zeit, dass ich es hatte. Aber ich würde es mir halt wirklich nicht nachholen. Also da finde ich, gibt es irgendwie Sachen, die sich besser auf der Haut anfühlen. Ich fand es ein bisschen zu schwer. Also
es war halt so, wenn ich das abends aufgetragen habe, hatte ich morgens noch so diesen öligen Film auf der Haut, was ich nicht allzu schlimm finde, weil ich mag das gerne. Ich mag es nicht, wenn Haut trocken ist, so. Ich finde es gar nicht schlimm, wenn dann noch Öl da ist, aber irgendwie war es einfach zu schwer. Wisst ihr, es war too much von allem. Ja, dann habe ich von NARS den Orgasm, diesen Liquid Blush leer gemacht. Fand ich ganz in Ordnung, also es soll halt ein Highlighter sein, aber irgendwie passt es farblich weder als Highlighter noch als Rouge richtig. Deswegen, ich habe es immer meistens einfach irgendwie so auf den Wangen aufgetragen. War ganz süß so, aber nichts, was ich nachkaufen würde. Dann habe ich dieses kleine Rouge leer gemacht von Too Faced. Das ist so süß, Leute. Das gibt mir so richtig Sailor Moon Vibes, wisst ihr? Und das ist die Farbe Baby Love. Ich habe die Farbe geliebt. War wunderschön, war mein Lieblingsrouge, habe ich super gern getragen, aber es war halt einfach nur so eine kleine Verpackung, deswegen. Ich habe davon noch eins, schau mal. Das Crazy in Love. Das ist halt so ein pinkes, das wird mir noch ewig halten, weil das ist schon sehr stark pigmentiert. Aber ja, ich mag so Peach, fast schon so mehr in die braunen Richtung Rouges auch ganz gerne. Ja, das habe ich auch leer gemacht. Dann habe ich das hier leer gemacht, das ist auch eine Creme mit SPF gewesen. Da habe ich so zum ersten Mal realisiert, dass ich Creme mit SPF tragen muss. Und ja, die hatte ich, die habe ich irgendwann von Dear Claire's bekommen. Ich fand die sehr gut, die hat aber so ein bisschen weißen Film auf der Haut zurückgelassen, weil da steht auch drauf Whitening. Habe ich die zweimal gehabt? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe die schon vor lange leer gemacht, aber irgendwie, vielleicht habe ich einfach schon lange diese Sachen nicht mehr gezeigt oder so, ich weiß es nicht mehr. Ich fand sie gut, aber ich würde sie nicht nachkaufen. So, dann habe ich das Parfum leer gemacht, Victoria's Secret Bombshell. Das ist einfach so ein Duft, wenn ich das rieche, dann rieche ich einfach London mit Emma Louise. Sie hat halt damals immer das Parfum getragen. Ich glaube, mittlerweile trägt sie das auch schon lange nicht mehr. Aber das ist halt einfach richtig so ein Erinnerungsduft. Ich rieche einfach London, wenn ich das rieche. So unsere kleine Reise da nach London. Wir alle zusammen, wie wir in diesem Reisebus saßen. Das ist dieser Duft für mich. Und es ist nicht mein Duft. Ich musste es mal wieder testen so. Weil ich einfach den Duft, wenn ich ihn rieche, finde ich ihn sehr gut. Aber ich... Das bin ich so. Wisst ihr, was ich meine? Dann habe ich von Essence den Get Picture Ready Brightening Concealer leer gemacht. Ich glaube, den habe ich im Winter benutzt, weil der ist halt sehr hell gewesen. Also schon relativ hell. Und ich habe aber das Bedürfnis, Sachen immer leer zu machen. Deswegen habe ich es irgendwie leer gemacht. Ich fand den nicht gut. Ich glaube, den gibt es auch gar nicht mehr. Deswegen brauche ich da nicht viel drüber sagen. Das habe ich in der letzten Zeit leer gemacht. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit irgendwie weiterhelfen. Und dann räume ich jetzt weiter mein Zimmer auf. Liebe Freunde, ich habe scheinbar meine Kamera gestern oder wann auch immer ich das letzte Mal mit euch gesprochen habe, angelassen. Jetzt habe ich nur noch 17% Akku. Also die geht zwar auf so einen Energiesparmodus, aber die ist halt trotzdem nicht aus, wisst ihr? So, ich will jetzt von Lidl dieses Eis probieren. Das Erdnussbutter- und Haselnusseis. Das sind beides meine Lieblingseissorten. Also wisst ihr, so wenn ich in so eine Eisdiele gehe, dann hole ich immer Fruchtsorten. Einfach automatisch irgendwie so. Ich habe früher immer... Wirklich ohne Ausnahme, wenn wir mit der Klasse damals zur Eisdiele gegangen sind oder mit meinen Eltern, whatever. Ich habe immer Zitrone und Heidelbeere genommen. Immer. Das waren meine Go-To-Sorten. Immer habe ich diese Kombo gegessen. Und manchmal war ich da ein bisschen freaky drauf. Dann gab es so, wenn es mal irgendwie sowas Special gab, also Drachenfrucht oder Melone, Mango, Maracuja, solche Sorten. Aber sonst Zitrone und Heidelbeere. Aber so von so cremigeren Eissorten, sag ich mal, ist auf jeden Fall Erdnussbutter und Haselnuss mein Fave. Deswegen probieren wir mal. Ist auf jeden Fall so aufgeteilt. Also die eine Seite, ich denke mal, das hier ist Peanut Butter, das ist Haselnuss. Probieren wir das mal einzeln. Das ist auf jeden Fall Haselnuss. Probieren wir mal Peanut Butter. Überzeugt mich leider nicht. Ich muss das mal so ein bisschen antauen. Aber bisher schmeckt es sehr wässrig irgendwie. So kristallisiert, wisst ihr? Also nicht so cremig, so das so von der Konsistenz her. Enttäuschend. Ich habe meine Haare gebürstet. Ich weiß, es war eine dumme Idee, aber irgendwie dachte ich, ich brauche das. Und jetzt sind die so schrohig, Alter. Naja, auf jeden Fall Update. Das Eis ist es leider nicht. Es ist okay, aber ich würde es auf jeden Fall nicht nochmal kaufen. Also so, wenn es so angetaut ist am Rand. Nee, das ist es nicht. Das ist es leider nicht. Diese Hörnchen, die aber auch von Lidl sind, die finde ich gut. Guck mal, so sehen die aus. Vegan. Wie kann es nicht? Ich habe vergessen, meine Vlogging-Kamera mitzunehmen. Was hast du vergessen? Dumm.
Aber es gibt Essen bei uns, das wollte ich euch nicht vorenthalten. Ich habe einmal hier. Junge, das riecht so geil. Das sieht halt übel lecker aus. Denn was gibt's hier? Ich glaube, das sind Süßkartoffeln. Nein, das sind Süßkartoffeln. Ich weiß nicht mehr, was das war. Süßkartoffel-Glasnudeln sind genau, das ist es. Und dann gibt's hier noch so Frühlingsrollen. Und dann gibt's hier so Korean. Cornflower Chicken Buffalo. Aber was ist das? Was ist das? Und das hier auch? Ach, ist das Fake Fleisch? Fake Fleisch? Tofu das, oder nicht? Das ist Tofu. Crispy Tofu mit Salat? Oder was ist das? Ich weiß es nicht, I guess. Avocado-Salat. Hast du den Avocado-Salat genommen? Ich weiß gerade gar nicht, was habe ich denn genommen? Ich hätte auf jeden Fall die Fries. Ah, stimmt, du hast Fries. Ah, ja, weil du hast keine. Und hier gibt es noch Sommerrollen. Wie cool. Guck mal, schön. Hier werden Fotos gemacht. Mhm. Toll. Schick sieht's aus. Oh mein Gott. Hey Freunde, was geht ab? Ich habe gestern mit Arnie bei Luisa übernachtet. Da habt ihr eine kleine Szene gesehen. Und jetzt bin ich gerade back home. Ah, ich lasse mal das Fenster offen. Ich versuche gerade ein T-Shirt zu reparieren. Aber ich glaube, ich habe irgendwie ein bisschen so einen Fehler gemacht. Und zwar ist das halt von einer Freundin, ein Shirt. Es ist so ihr Lieblings-Pyjama-Shirt. Das hat auch so einen richtig geilen Stoff. Aber das fängt halt an, sich aufzulösen. Dann wollte ich hier so einen Stoff drüber nähen. Aber das hat halt nicht gereicht. Das ist halt ein recht großes Loch. Und deswegen brauche ich so, wollte halt unbedingt diesen Stoff benutzen, weil der sich auch so schön auf der Haut anfühlt. Aber ich glaube, das funktioniert irgendwie nicht so ganz, wie ich mir das vorgestellt habe. Weil wenn ich jetzt da rübergehe mit der Naht, so, dann ist halt, ich glaube, das ist genau die Stelle von der Brust. Und ich glaube, das ist halt nicht so geil, so eine Naht direkt auf der Brust zu haben. Ja, und jetzt weiß ich irgendwie jetzt nicht so richtig, was ich machen soll. Oder mache ich es einfach, ich könnte es halt einfach so zumachen. Das wäre eine Möglichkeit. Tatsache, vielleicht mache ich das. Dass ich quasi das Loch schließe und das einfach, weil das Shirt ist ja groß genug, das wird jetzt nicht so viel enger sein, nur weil ich da das quasi so zusammengefasst habe. Doch, ich glaube, das kann funktionieren. Ich werde es jetzt einfach mal testen. Dieses arme Shirt, das löst sich schon so überall auf, aber ich kenne es. Ich habe auch so ein Schlafshirt. Ich will das einfach nicht wegtun. Ich weiß, es fällt auseinander, aber sehe ich nicht ein. Mein Lieblingsschlafshirt hier irgendwie abzugeben oder so. Die Nähmaschine steht bereit. Einem Jahr das allererste Mal und ihr euch aufstellen könnt, falls ihr dieses Thema noch nicht aufs Video einsteigen möchtet, dann sagt ihr, dass ihr dieses Video in einem 100% dass ihr da auslöst. Ich habe jetzt die ganze Zeit versucht, so eine Hose von mir zu reparieren. Diese Hose, das war halt so ein Set mit passendem BH und so weiter. Das ist halt so wie diese Dior-Hose, aber hier steht überall Daya drauf. Das ist halt so eine, wisst ihr, von so einem süßen Shop aus Australien habe ich das bestellt. Aber ich habe es versucht, diese Hose abzunähen, dass sie mir passt, aber ich habe es echt komplett verkackt. Also ich habe es so schlecht gemacht, ich will es euch nicht mal zeigen. Aber nur damit ihr so ein paar Stellen seht, hier zum Beispiel. Und das Ding ist, der Stoff ist halt auch einfach viel zu dick, um das mit der Nähmaschine zu machen. Und hier sind überall, ich hab's nicht, oh Leute, das ist wirklich so schlimm. Das war's. Wisst ihr, das Ding ist halt, ich konnte die Hose sowieso nicht tragen. Und dann dachte ich so, dann kann ich auch versuchen, sie wenigstens abzunähen. Und vielleicht kriege ich es ja hin. Der Versuch ist in die Hose gegangen. Ich habe es auf jeden Fall nicht hinbekommen. Und die Hose ist im Arsch. Ich bin ganz ehrlich, ich habe irgendwie dumme Fehler gemacht. Ich habe es auch versucht, hier an der Seite so ein bisschen abzunähen. Aber ich will das halt auch nicht bis zum Boden machen. Weil eigentlich die Hose so von der Weite unten besser ist. Aber ich weiß nicht, was soll ich jetzt mit dieser Hose machen? Die sitzt halt vorne und hinten nicht. Die ist halt jetzt schief einfach, so an den Seiten. Das kann man doch auch niemandem schenken. Hey, hier ist eine Hose, die ich komplett kaputt gemacht habe. Viel Spaß damit. Aber ich glaube langsam, dass ich mein Nähprojekt aufgeben muss. Weil bisher alles, was ich genäht habe... Ich habe mir echt viele Videos angeguckt, so, aber irgendwie egal, was ich mache, es wird halt echt immer alles schief. Und es ergibt irgendwie alles immer keinen Sinn, was ich tue. Ich gucke mir immer Tutorials an, schaue, wie das ungefähr gehen könnte. Und ich habe auch immer eine grobe Vorstellung. Das funktioniert nie. Ja. Und irgendwie gebe ich es auf. Ich mag es gar nicht, Sachen aufzugeben. Aber ich habe echt viele Versuche jetzt hier gehabt. Und langsam nervt es mich. Und ich bin mir auch sicher, dass man einfach... Das ist ja eine ganze Kunst zu nähen. Wisst ihr so, natürlich kann man das nicht einfach. Aber ich weiß nicht, ob mir das wert ist. Wisst ihr? Also irgendwie fand ich die Idee schon sehr cool, dass man so seine Sachen abnähen kann und dass halt, wenn mal Sachen nicht richtig passen, dass man
das halt selbst einfach machen kann, aber irgendwie steckt da doch viel mehr Arbeit hinter als erwartet. Nicht als erwartet, aber irgendwie so. Ich weiß auch nicht so recht, das nervt mich. Ich verstehe es nicht, wie man jedes Mal so viel Zeit haben kann und trotzdem im Endeffekt irgendwie gestresst sich fertig machen muss. Es ist jedes Mal das Gleiche. Ich check's halt gar nicht. Wir sind auf einem Festival! Wir sind auf einem Festival! What the fuck? Es gibt Drinks. Danke. Wir müssen ein Boomerang machen. Dieses Excitement hatten wir auch gerade. Klonk! Auf jeden Fall ist es immer ein Kiwi, oder? Ja. Today I'm here to share with you just a little posing, right? So you guys can have some fun. Yes! You can feel as fierce as Bloody Mary. Yes! Yeah, you can get a little fun, a little moving. So DJ, can we have a nice little background? When tea. No. We're going fast because we want like a false bingo for y'all. Ich habe irgendwie ein bisschen zu lange im Bett gepennt. Was? Ich habe ein bisschen zu lange gepennt. Ist okay, aber eigentlich noch irgendwie. Ich war halt vor meinem Wecker wach und ich hätte dann einfach aufstehen sollen. Habe ich nicht gemacht. Und jetzt, glaube ich, muss ich mich wohl beeilen. Ich weiß gerade noch nicht so ganz, wann ich los muss. Okay, ich muss in einer halben Stunde los. Ich habe mir heute mal wieder einen Matcha Latte gemacht. In dieser Tasse, weil es eigentlich warm war. Und dann war ich so, nee, ich mache mir ein Eis. Und an dieser Stelle wollte ich gerne den Wochenvlog einmal beenden. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.